So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX machte heute einen erneuten Freudensprung und konnte sich dann wie erwartet, wie im gestrigen Video erwähnt, das Video wurde ja vor 21 Uhr aufgenommen, da stand eben der DAX noch bei 10.075, rund auf etwa Xetra Close. Und da war dann schon die Ansprache fast, dass er über diese 10.111 hinwegspringen kann. Wenn man das jetzt auf Xetra-Basis schaut, dann hat er eben dort ein erneutes Gap hingelegt. So, gehen wir auf Stunde. Dann sieht man es hier deutlich. Also hier war der Xetra-Schluss leicht runter und hier gab es ja immer die Hochpunkte noch, wo er genau angelaufen ist und da eben die US-Märkte schon da wieder Stärke gezeigt haben, obwohl der DAX da noch nicht angesprungen ist, war es relativ klar, dass er jetzt hier erstmal weitergeht. Und jetzt kommt der, auch diese Linie ist eine alte Linie, wie eigentlich alle anderen eben auch, die Unterstützungslinie, die sind alles vorm 26.04. alles eingezeichnet worden. Hier ging es halt nur einmal leicht runter, sonst hat diese Linie sehr gute Dienste geleistet und jetzt kommt er hier an dem Daily-Widerstand wieder an. Hier liegt jetzt gleichzeitig oder in der Nähe auch der EMA 200 und wenn man das jetzt hier mit dem S&P 500 Index vergleicht, da würden auch die Kaufzonen angelaufen, hätte er noch ein bisschen Platz, um einen Widerstand zu erreichen und dann vielleicht eine Konsolidierung einzuschlagen. Allerdings darf eben jetzt der DAX die Kursziele wurden zwar leicht, sage ich mal, nach hinten gelegt, aber hier ein Anstieg immer noch, wenn die Zone hält, war immer noch möglich. Also wäre noch ein DAX DAX-Potenzial von rund 500, 600 Punkten sogar noch möglich, bis er diese dominante Abwärtstrendlinie hier erreicht. Liegt halt jetzt leicht darunter. Muss ich jetzt am Wochenende dann einen neuen Fahrplan hier erstellen im DAX. Apropos morgen werde ich halt noch ein Video oder in der Nacht ein Video bringen, aber dann ist hier in Bayern eben ein Feiertag und da werde ich nicht am Rechner sitzen, höchstwahrscheinlich, also ganz sicher nicht. Sicher ist es noch nicht, aber die Info kommt dann noch, spätestens halt in dem Video heute Nacht. Zum Nasdaq eben noch kurz, zu diesem Index hier. War gestern ja gefragt, was mit dem Nasdaq ist. Hier lag, wie man auch eindeutig sieht, an der Oberkante des Rainbows ist er eben abgeprallt. Jetzt hat er hier den Ausbruch geschafft. Nachbörslich oder vorbörslich stehen wir jetzt schon rund 20 Punkte höher. Also ist hier das Potenzial, das kurzfristige Potenzial vielleicht fast ausgeschöpft. Und sollte noch eben hier dann zu der ersten, hier könnten Gewinnmitnahmen folgen. Ein Gap liegt hier leicht bei, noch ein offenes Gap bei 4453 und ein weiteres eben erst bei 4540. Gold ist ja leider gestern jetzt hier ausgestoppt worden. Hier habe ich jetzt zwei mögliche kurzfristig Umkehrzonen eingezeichnet. Zum einen ist es hier bei 1215 und die andere, die wichtige, die sollte definitiv dann nicht unterschritten werden. Sonst liegt es hier, sonst liegt die nächste eben bei 1170 rund. Hier liegt eben auch noch eine Aufwärtstrendlinie, die man eben auch leicht hier versetzt einzeichnen kann. Kommt ja auf die
Indikation auf die Kursstellung dann drauf an. Und eben gleichzeitig ein horizontaler Widerstand plus Rainbow-Unterkante plus Aufwärtstrendlinie. Hier sollten ja die Bullen zeigen, ob sie überhaupt noch da sind. Ja. Im Idealfall oder ideal oder halt im bullischsten Fall kann es hier direkt dann nochmal zu der Trendlinie einen Anstieg folgen und dann vielleicht nochmal hier runter oder eben nur bis zum letzten Verkaufs, bis zur letzten Stopp-Marke und dann nochmal nach unten abprallen. Silber hat hier den Stopp auch auf Intraday noch gehalten, Schlusskursbasis auch, kann ich sie hier etwas besser, also seit den letzten Tagen etwas besser entwickeln und kann hier den Stoppkurs noch halten. So, die Pfund-Setups sind eigentlich so gut wie abgearbeitet. Hier wurde nicht groß mehr auf das obere Kursziel gepocht. Hier wurde die Unterstützungszone nochmal erwähnt, dass hier der Rücklauf dann hier enden kann und dann eben nach oben es wieder gehen könnte. Das tat das Währungspaar und dann sollten jetzt die Anleger den Stopp wieder nachziehen auf das letzte Tief oder auf das heutige Tief, beziehungsweise dann eben auf dieses Tief. Zu den Aktien-Setups. Chinko Solar ist hier centweise oder knapp am Dings vorbeigeschrammt, aber es wäre hier eh nur auf Tagesbasis dann gültig gewesen. Die Trillisch-Aktie konnte hier das Kauflimit jetzt ausführen und wie gestern erwähnt, die Tageskerze ist natürlich erstmal sehr bärisch. Ein Unterschießen war möglich, tat es auch dann und jetzt liegt er wieder in der Rainbow, in dem Rainbow wieder. Das Xing-Setup wird jetzt hier gestrichen. Mir gefällt hier der Ausbruch dann jetzt hier nicht. Wer jetzt hier schon eingestiegen ist, ja, kann sicherlich mit dem Stopp hier weiterarbeiten, aber hier sollte es eigentlich etwas bullischer sein und deshalb wird das Setup gestrichen. Trillisch hatten wir gerade schon und das Dialog Semiconductor Setup, hier ist der Kurs jetzt weggelaufen, kann jetzt hier auch, weil es eben nicht ganz erreicht worden ist, hier kann man das Kauflimit streichen. Danke fürs Zuhören und bis später.